Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und die Dame ist gleich mal wieder zu Beginn. Super. Wieder hier. Servus. Hi, und nein, ich der habe keinen Xan, Hunger. der Oh, mir Xan ist auf, kalt. auf Loot-Tour, ne? Der jagt eine Kiste. Genau, die habe ich soeben geplündert. Und es waren einige feine Sachen drin. Also zum einen ein Exploding Crossbow Bolt, also Schematic dazu. Aha. Dann für mich Iron Leg Armor Schematic und ein Sniper Rifle Stock mit Haltbarkeit 421. Hoppala. Okay. Nett. Also die Kiste könnte sich durchaus sehen lassen. Sniper-Rifle ist natürlich echt nicht schlecht. Also, die haben wir noch gar nicht bisher. Nein. Nur noch gar keine Nein. Teile für. Aber jetzt muss ich mir erstmal Baumwolle suchen, um mir einen Splint basteln zu können. Ich habe ja nämlich das Bein getroffen, als ich vor Freude die Mauer runtergehopst bin und einen Splint wieder zurückgefunden habe. Kenn ich irgendwoher. Irgendwoher kenne ich das. Hast du nicht das letzte Folge ans Blind gebracht? Mir war das so. Ich habe einen gebraucht. Ja, Ja. 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 Als er zu uns gelaufen ist, glaube ich. Oh, cool, die Pflanzen sind einmal fertig. Unser Essen rückt näher. Aber Sensationell. leider Lass uns noch looten. nicht. Bitte schnell. Ja, es dauert noch. Viel Ja, länger du, noch ich nicht mehr. kann unsere einzigen Kartoffeln verkochen. Ich habe ins Lagerfeuer ein bisschen Fleisch gegrillt jetzt gerade. Okay, gut. Ja, gut. Ich habe dann hier jetzt zwei Waffenkisten. Die eine hat Munition und fertige Waffen. Das ist die obere sozusagen, die oben rausragt. Und die unten im Boden ist mehr meine zum Bauen, zum Basteln. Haben wir So. noch Erde? Beziehungsweise, was wollte man jetzt direkt machen? Also wir haben jetzt 14:23 Uhr. Wir müssen noch mal auf eine Loot-Tour gehen. Das würde allerdings wahrscheinlich ein bisschen dauern. Was brauchst du denn für die Nagelpistole? Die hast du doch gelernt. Dafür brauche ich erst einmal ein Teil, damit ich dir das sagen kann. Warte mal. Nee, Haben wir ihr. der Blueprint Ich gehabt. weiß, aber du kriegst die Übersicht wieder nur, so wie bei der Waffe mit dem Assemble. Ach, du brauchst da einzelne Teile von oder so? Ich Ja, dachte, das also sind wieder da nicht einzelne der Teile. Mechanical Part und Eisen und sonst was, sondern so wie bei der Nein. Pistole quasi. Genau, haben wir vielleicht irgendwo schon Chainsaw Blatt? Findet man meistens als erstes oder ähnliches. Warte. Ein Handle haben wir, ein Genau, Chainsaw. ja. Wo Ein ist Handle, das? glaube ich. Hier, drin. Untere. Unten? Warte, dann habe ich die übersehen. So. Ich lese einfach mal die Schatzkarte ein, oder? Ja, mach das. Machst nur eine oder gleich alle, die gehen? Weil du Ich kannst habe mehr als jetzt eine eine lernen. gesehen. If you've Mann, got wir a haben auch note, noch call eine. it that, bla bla bla. Aha. Ja, Bin ich hier. blind? Ich bin blind. Hast das du wirklich reingekriegt? Unten. Ich bin In der unten. unteren Kiste, wo du drauf stehst. Ja. Ja? Wenn du mich reinlässt, würde ich es dir auch zeigen. Aber das ist ein Chainsaw Handle. Ich leg's einfach mal mittig soliert dahin. Das ist aber das für das Auto, oder? Die Handlebars. Ah nein, Assemble. Chainsaw. Ich brauche Chainsaw Parts, a small engine und Chainsaw Blade. Aber dann brauchst du eine Chainsaw und keine Nagelpistole. Ja, das ist auch kein Teil für Ja, ich habe noch eine Nagelpistole gefragt. Was du brauchst, um eine Nagelpistole zu bauen? Die ist nicht bei dem Teil dabei. Nee. Nö. Da brauchst du wahrscheinlich Die ist fürs Chainsaw. Auger und für die Chainsaw. Die Schatzkiste ist ein bisschen weg. Da müssten wir Richtung See und hinten raus noch, also ziemlich nach Schaffen wir Norden. das heute? Nee. Dann schau da oben in die Kiste. Da oben sind noch mehr Schatzkarten, 3 Stück. Vielleicht ist eine nähere da. Ah, da. Ja, machen wir das mit. Wie war jetzt die Waffenreinwaufkiste? Die fertige Waffen, die obere. Das ist Einfach wieder mal super. irgendwelche Gerümpel, Waffenteile. Die einfach unten reinschmeißen, wie man sie hat, oder wie? Ja, genau. Okay, also zack, zack. Dann liegt beides mal drin. 20. Anlieferung quasi. Was wollte ich denn eigentlich? Karte. So. Man sieht, neue Aufnahmesession, alle komplett verplant. Ja, Jo, ich sehe vor allem wie immer. die Schatzkiste. Ach da, die ist kurz vorm Eisbiom, die zweite. Okay. Ein bisschen näher, aber jetzt nicht merklich. Okay, dann mache ich die dritte auch noch, ja? Ja. Und dann schauen wir mal. Read. Man kann Komm. mehrere einlesen. Ich dachte, es gibt Ja. nur eine. Es gibt nur einzelne Karten, die sich gegenseitig blockieren.
Aber oft kannst du 1, 2, 3, 4, 5, 6 einlesen sogar. Oh, irgendwie bei der geht's jetzt gerade nicht, scheint's. Moment. Dann hast du so eine ähnliche schon. Ah ja, hier die geht. Und die ist, oh ja, ist alles, also wir können sie eigentlich alle zusammen abfrühstücken. Die sind relativ dicht beieinander. Okay. Zumindest zwei von den dreien sind sehr dicht beieinander und die dritte kann man dann gucken. Also nicht für heute. Gut, okay. Dann könnten wir eigentlich schon anfangen. Also wir haben ja überlegt, dass wir sagen, komm, die Mauer, die hat so gut standgehalten. Jetzt können wir daran gehen, das Haus hier abzureißen und endlich zu was Schönem zu machen. Oh ja. Schön bauen. Theoretisch damit anfangen. Große. Kloppe ich hier oben mal die Spikes weg. Ja, dann, das ist zum Beispiel ein Anfang. Die große Frage ist, wollen wir diese Ecken hier wegmachen, Danu? Welche? Naja, hier diese, die hier so reingehen. Auf der anderen Seite möchte ich es auf jeden Fall wegmachen, hier eigentlich auch, ja. Dann auch gut, hier, weil dann höre ich auf anzupflanzen und du den Rest einmal oben in die Kiste, das machen wir nachher. Ah, hier sind ja schon überall die Metallgitter. Ist egal. Ah, das ist egal. Ja gut, das sind 10 Stück vielleicht, die man wegmacht, ja. So, passt mal nur auf die Pflanzen auf, die ich jetzt schon eingesetzt habe. Das heißt aber, wir sollten erst die Mauer bauen und dann die innere abreißen. Ja, ich gehe mal nach außen. Dann müssen wir aber tonnenweise Erde ausschütten. Wo kann man mal Erde abtragen? Ich glaube, das muss ich dann machen. Oder wir füllen halt unten, also was wirklich tief ist, mit Cobblestone aus und kippen nur die obere 1-3 Schichten Erde drüber. Dann ist es nicht ganz so. Das würde vielleicht sogar reichen, aber einfach die Frames. Ja. Die Frames unten reinzustellen. Ne? Nein, das ist, wenn dann einmal einer durchkommt, das. Ja, Erde abgraben, ich würde fast sagen, bei einem Lehmfeld in der Nähe. Aber dann habe ich ja nur Lehm. Naja, am Rand eines Lehmfeldes, aber dann kann man Lehm für einen Cobblestone nehmen. Naja, dann grabe ich mal ein bisschen Erde ab, weil wir brauchen sau viel zum Aufschütten, wenn ich das so sehe, ne? Ja, ich sehe es auch. Na gut, ja, ohne Schaufel ist das so ein bisschen scheiße. Ja, so ein klein wenig. Probier's dann nochmal mit Schaufel. Zum Thema Workbench habe ich übrigens rausgefunden, ab Stufe 500 braucht man sie, wenn man noch besseres Werkzeug haben will. Also bis Stufe 500 komme ich, wenn ich den Skill auf 100 habe. Wenn man mehr möchte, muss man es mit der Workbench machen. Na gut, du musst die Stahlsachen doch eh ohnehin in der Workbench machen. Ja, aber du kannst das dann nur verbessern mit Item A, Item B. Achso, zum Zusammenlegen dann. Genau. Mehr kriege ich mit meinem Skill nicht hin als 500. Ja, das war für den Anfang auch schon nicht recht. Nö. Kann ich auch nehmen, ja, ist in Ordnung. Ja, komme ich bald hin. Ja, ich muss meine Waffen ja auch noch ein bisschen skillen. Ich bin auch nur auf 360 bisher. Schauen wir mal kurz Skills. Ich habe eh gerade Zeit, ich stehe ja nur im Freien. 60 habe ich, ja. Ja, aber mal ein bisschen weiter weg, oder? Also, wenn ich jetzt hier direkt vor unserer Basis so ein Loch mache, finde ich immer ein bisschen blöd. Schreierin, ja. Ich weiß nur nicht, oh, da. R drücken, so. Komm her, du blödes Vieh. Boah. Ja, Spikes funktionieren übrigens, ja. Wollte ich nur sagen. Wenn man Lehm abbaut, baut man auch wirklich nur Lehm ab. Da ist dann keine Erde. Am Rand, ja, musst gehen. Dort, wo kein Lehm mehr ist. Sag einmal, diese blöde Tussi sucht sich genau die Stelle aus. Oh, ich hab da ein klitzekleines Problem. Nein. Jetzt nimmer. Ich wollte mal sagen, Danu. Nein, du schießt mir gerade die Ohren weg. Warte mal, ich muss dich leiser machen. Das ist Xar und der ist meilenweit weg. Oh. Okay. Das war lustig, es hat teilweise gepasst mit dem Schippen von meiner Schaufel. Ich kam ein Schuss. Ja, ich wollte dich eigentlich noch helfen, aber. Nee, ich bin nicht mehr rausgekommen. Ich hatte links, rechts einen Zombie. Ja, ich weiß, auf die wollte ich ja schießen, aber. Das Hauptproblem war, dass ich in die Spikes gerannt bin. Ach.
Macht denn sowas? Also bitte, das ist ja völlig noobig. Die Spike-Testerin. Mhm. Mhm. Also muss ich doch, sein. Also. Ja, Qualitätstest bestanden. Sagst, da lebt ja immer noch was. Mhm. Ich komme noch gar nicht zu meinem Loot, da sind noch viel zu viele Zombies. Ja, das ist auch noch eine Schreierin. Ich sehe es. Habt ihr eine Wanderhorde? Ich kann aber weiter buddeln, oder? Ja, ja, du kannst buddeln. Und die Zombies, die hier sind, die spielen eh nur mit den Spikes. Also, noch eine? Was ist denn jetzt kaputt? Bitte. Die haben wahrscheinlich gehört, dass uns Nacht 21 zu langweilig war. Ihr habt das verschrien, Jungs. Ja. Ja, irgend so ein Kroja. Ich kann mich nicht dran erinnern, ich war das nicht. So, der spielt sich jetzt mit den Spikes. Darf ich jetzt endlich durch? Ach, da kommt ja noch einer. Leute, ich will doch nur zu meinem Loot. Ist das zu viel verlangt? Hm. Hallo, Krabbler. Hallo, Krabbler 2. Krabbler? Ach so, so ein... Ja, die Kriecher. Ich dachte, so ein Kletterer. Nein. Ach, macht immer mit den Kombis rum, das ist mal ganz entspannt. Ich schaufel hier einfach. Vielleicht habe ich die Hunde in dem Papier drin oder so. Hoffentlich. Ja. Anziehen. Ich weiß übrigens, wer mit seinem Moped als erstes in diesem Loch sitzen wird. Du. Du. Du grabst dir selber gerade das Loch. Mhm. Du hättest jetzt die Chance, das Loch ordentlich zu machen und dann nicht zu meckern, wie blöd habt ihr das Loch gebaut. Ich möchte mal bemerken, Koja, dieses Mal bist du selbst schuld. Mhm. Aber jetzt weiß ich ja, wo es ist. Mhm. Und es bringt genau was? Vielleicht beim ersten Mal noch die Möglichkeit, dass ich dran vorbeifahre. Achso. Denkst du? Schaut aus, als. Einer lebt noch, aber den hab ich gar nicht. Da lebt noch einer, ja. Na komm, fall um. Ja, jetzt ist er tot. Irgendwas krabbelt er noch, da ist noch ein Kriecher. Was heißt da? Da ist keine gute Ortsangabe. Wenn du zum Wall guckst, von dir aus gesehen rechts. Ich sehe ihn, ja. Ich kann ihm gerade nur in die Hose schießen, aber... Es war ja wieder mal die Ecke, es ist immer die Ecke. Es ist faszinierend, ja, dass die wirklich auch bei der Nacht 21 dann wieder aus der Richtung kamen. Es ist faszinierend. Na, so ist definitiv nicht Skyrim. Die starten nicht, wenn man ihn ins Knie schießt. Jetzt ist er hinüber. Das so, dann. Erkenntnis des Tages. Seven ist nicht Skyrim. Das war aber wirklich so. Wenn den Feind nie geschossen hat, ist er gestorben. Echt? Mhm. Muss ich mal ausprobieren. Das war, glaube ich, noch das nicht der Running Gag. Kurz nach Release von Skyrim. Mhm. Oder ist es eigentlich immer noch? Obwohl es mittlerweile, glaube ich, gefixt haben. Ach, Menno. Oh, der hatte schön Muni. Das ist ja schön, da wird sich Koja freuen. Ja, übrigens habe ich eine Quest auch gekriegt. Ja, die müssen wir dann auch noch machen. Ja, ich würde sagen, da warten wir, bis wir drei haben, dann kann jeder von uns einmal eine machen. Die können wir ja trotzdem zusammen machen. Je nachdem, was das ist. So, ich glaube, nein, da ist noch was. Sag mal, wie viele Zombie waren das jetzt? Ganz schön viele, oder? Das waren einige und drei Feuerinnen. Ja. Beziehungsweise eine sollte noch außerhalb der äußersten Spike-Reihe liegen. Mhm. Falls du da noch nicht geguckt hast. Ich schaue gerade. Scheiß drauf. Koja, so spricht man nicht. Sprich ordentlich. Also wirklich. Also, würde das geschaufelte Loch nicht als Klo benutzen. Nicht? Das ist doch unsere Zombie-Müllhalde. Aber dann ist es wieder zu. Oh Mann. Also dann, ja. Oh, dann Klärgrube. Und verschwindet bis zum Hals drin. Oh Mann. Yeah. Ja.
Sie sind alle ganz normal. Sie sind alle ganz normal. Alles ganz normal. Das hast du jetzt gesagt. Wieso höre ich schon wieder Schreierin? Das bin ich. Nein, Schreierin ist tot. Hat nicht geschrien. Ja, nö, deswegen hat es mich ja gewundert. Hat leider auch keinen Loot dabei. Oh! Oh! Exploding Crossbow Bolt Schematik. Und ich habe keinen Platz. Die Sprengpfeile. Ja, Sprengpfeile, Exploding, oh. Ja. Aber bitte nicht. Bitte, bitte nicht in unserer Basis ab einer Hordennacht benutzen. Also, komm. Außer du willst jedes Mal schaufeln gehen nachher. Ich meinte, die Pfeile sind so toll. Ich weiß es nicht, doch, die hauen da. So ein bisschen, naja. Die hauen da ein schönes Loch rein. Also, in der Stadt machen dann. Das muss Koja lernen, oder? Bist du dir ja, sicher, dass ich den Blueprint nicht verlieren sollte? Ich habe das Gefühl, wir können unser Haus oft bauen. Ach so, dann haben wir wenigstens immer was zu tun. Ja, also zu jeder neuen Aufnahmesession bauen wir erstmal ein neues Haus, weil das alte irgendwie sich in Luft aufgelöst hat. Genau, wenn auf Aufnahme drückt. Achso, nee, falsches Spiel. Ja, das wäre das Oh ja, das wäre tödlich. So, da haben wir die erste Hilfekiste, da kommt das rein. Oh, ich sollte vielleicht auch mal zurückgehen, merke ich gerade. Ja, so langsam. Hängt davon ab, wie viel Erde hast du schon? 2100. Ja, dann darfst du zurückkommen. Ausnahmsweise. Ja. So lieb. Übrigens hast du den doppelt, das ist das gleiche Schematik, die der Xar schon mitgebracht hat. Ich hoffe, gibt dir jedes Mal einen Punkt auf Weapons mit. Ja, klar. Ich hab's ihm jetzt nur direkt daneben gelegt. Da ist mir aufgefallen. So, das kommt auch alles zu Koja. Gunpowder, Papier. Das kommt zum Einschmelzen. Ich weiß aber nicht, der hier die Tür offen gelassen hat. Das möchte ich mal betonen. So. Ich habe in deinem Video, also jetzt im letzten, habe ich mir nur gedacht, Koja, Türe. Und genau in dem Moment hast du umgedreht und hast die Türe zugemacht. Haben wir gedacht, bravo Koja. Was soll ich für einen Boden bauen? Forest oder was hast du hier drin verwendet? Grassy. Grassy oder Forest ist egal. Ja, nur das wird einheitlich sind, wenn du, weil du hast ja schon ein bisschen aufgeschüttet. Ich habe einen Grasboden gemacht. Ja, okay. Gut. Warum ist was? Wahnsinnswort ist. Das klang so böse, aber es ist stimmt. Es war ja bei jeder Nacht dieser Sound. Aber gib's doch einfach in die Workbench. Dann ist nicht dein Inventar dauernd voll. Ja, ich hab grad nichts anderes zu bauen. Och, die Erde craftet sich eigentlich relativ schnell. Achso, Munition. 174 Stück. Wo willst denn du Munition rein haben? Oben oder unten? Ach, da. Ich tu's dann doch mal in die Workbench. Ich wollte sagen, es dauert nicht ganz schön. Wie ist das jetzt? Achso, hier war der Quest. Geh mal da hoch. Crown, zack. Ja. So. Da haben wir Knochen. Wo haben wir eigentlich Geld? Ach, in der da. Verkaufskiste, glaube ich. Und wo? Ach, da. Was frage ich überhaupt? Genau, wenn ich frage, finde ich die Kiste dazu. Koja, hast du ein bisschen Nitrat über? Der war gut, aber ich kann noch mal ins Eisbiom gehen. Ich weiß ja jetzt ganz der Kommentare, wo das liegt. Wo ist das übersehen hast? Ach stimmt, da war... Ja, ich habe nichts gesagt. Was übersehen, ja. Ja, ich habe es gelesen. Ich fand es sehr erheiternd, die Folge, ja. Nirgendwo Nitrat. Ja. Schwer zu sehen. Also du kannst ja nicht sagen, dass das irgendwie offensichtlich da lag, finde ich jetzt, oder? Also, bitte sag halt. Keine Sorge, es war nicht absolut offensichtlich. Also ich habe das einfach nicht erkannt in dem Schneesturm. Schaufeln könnten wir genau brauchen, okay. Halt, nein, die Sau. So, das tun wir wieder rein. Axt, das hat's im Schneegebiet aber so an sich, Koja.
Nö, das ist wie hier Regen. Da kann es auch normal sein und dann siehst du deutlich mehr. Na komm, warum tust du fort schon wieder nichts? So, dann. Ich habe ein Ei gefunden. Sensationell. Nur eins oder mehrere? Das sind jetzt insgesamt 8 Eier und 37 Raw Meat. Ich denke, du kannst da nochmal was draus bauen. Ja, kann ich. Mache ich dann auch gleich. Das reicht dann für Bacon und Half Eggs. Machen wir das mal. Ach so, nein, ich nehme die andere Workbench. Moment. Das dauert mir ja dann doch zu lang. Aber ist ja jetzt echt gut, dass wir zwei haben. Also insofern gar nicht schlimm, dass ich die eine das erste Mal übersehen habe. Nee. Ich finde zwei gar nicht so schlecht, ja. Weil damit hast du auf jeden Fall immer die Möglichkeit, zwei Sachen parallel zu machen. Wären auch drei nicht schlecht, dann könnte ich in einer noch Rüstung machen. Ja, nö, also klar, also von mir ist auch fünf. Aber ich meinte nur, es war jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt quasi eine zu viel haben. Ach, nein. Sondern, okay, die Teile waren nicht verschwendet. Schaufel, Spitzhacke, Axt, können wir noch ein, zwei machen. Achso, da sind die hier absichtlich stehen geblieben. Nee, ne? Die Spikes können ringsrum weg. Wir machen die Spikes können weg. Ich hab nur halt in eine Richtung angefangen. Naja, okay, ich hab nur gerade überlegt, weil die hier halbwegs gerade standen, aber. Weil ich es probiert hatte, sie halbwegs schön hinzustellen. Bin mal gespannt, was wir dann aus dieser Hütte zaubern. Ich auch. Ich möchte eine schöne Küchenzeile. Zumindest stellenweise könnten wir sie ja ein bisschen größer machen. Also ja. Wie viel Garten braucht man noch? Wie viel Anbaufläche? Warte, ich komme mal kurz raus. Wenn ich einen Ausweg finde. Da. Wenn wir die vordere Hälfte für Anbau nutzen und die hintere dann einfach die Hütte verbreitern? Wenn ihr mir da den vorderen Teil wenigstens komplett für Gemüse lasst, müsste es reichen. Also so ein Vorgarten hier. Ja. Sie erweitern das ja auch noch. Ne? Also die Ecken kommen ja weg, die gehen ja noch nach oben. Ja. Dann gibt es ja auch nochmal richtig Fläche. Ja, dann haben wir noch Platz für einen Pool auch irgendwann. Ein Pool, ja, immer. Den wolltest du doch. Immer. Eben. Ganz wichtig. Was ist eine Zombie-Apokalypse ohne Pool? Na hey, wir haben uns doch das letzte Mal überlegt, wir übernehmen dieses Hotel. Da hätte man einen Pool dabei gehabt. Ja. Übrigens ist das Werkzeug jetzt auf 400, ja? Oh, geil. Schön. Muss ich auch nochmal gucken, was ich mit meinem Waffenskill hinkriege. Aber der Xar darf auch nochmal Rüstungen bauen übrigens. Ne? Ja, ich bin schon gerade, letztes Mal fleißig dabei gewesen, da haben die Punkte reinzustopfen. Die Frage ist... Mal schauen, was da mittlerweile bei rauskommt. Du kriegst ja auch bereits ein bisschen Eisenrüstung hin, oder? Ja. Ich hab, glaube ich, zwei oder drei Teile Eisen jetzt mittlerweile. Sollten wir mal machen vor der Loot-Tour. Ja, dann gehe ich am besten gleich rein, weil die braucht ein Weilchen. Momentan sind beide Workbenches beschäftigt. Dann gibt's keine Rüstung. Dann brech die Erde ab. Wurscht. Okay, das kannst du natürlich machen. Die Erde können wir auch noch später bauen. Das ist ja quasi die letzte. Die Stunde kann immer dann rennen, wenn man. Ja. Wenn man gerade nichts anderes macht. Forge-Eisen haben wir noch? 164. Soll ich da welches machen? Ich schau mal. Ja doch, mit 100. Also kannst du auf jeden Fall immer noch welche durchjagen. Mach ich. Dürfte ich größtenteils brauchen. Wollen wir das Haus auf die böse Methode abreisen? Ist auf jeden Fall die schnellste Methode. Und ich meine, die paar Ressourcen ist... Ihr wisst hoffentlich, ich stehe im Haus. Nee, ach, noch lange nicht. Aber, wobei, wir haben da drunter auch schon gemauert wegen dem unterirdischen Gang von Xar. Müssen wir mal gucken, am Ende kracht es gar nicht ein. Aber. Ja, doch, wenn einmal komplett unterhüllt hast, fällt das auch ein. Wir müssen halt vorher die Kisten irgendwie alle draußen aufstellen. Ja, notfalls in Holzkisten unten im Gang einfach stellen, währenddessen. Den Gang weiß ich nicht. Die würden dann hier auf die Mauer erstmal stellen oder so. Irgendwie an der Stelle, wo es passt. Weil wenn das Haus zusammenkracht, wer weiß, was das dann an Schaden macht oder nicht macht oder was da alles zusammenkracht. Oh oh. Dann muss ich vorher meine Pilze unten im Pilzkeller auch reiten vor euch, oder? Vielleicht sollten wir vorher diese Explosionspfeile bauen. Hast du schon gelernt? Habe ich noch nicht gelernt, ey. Naja, das Problem dran ist, wir haben viel aus Stein gebaut. Stein wirst du mit den Explosionspfeilen wahrscheinlich nicht klein kriegen. Nicht so schnell. Schnell nicht zumindest. Ich glaube auch nicht. So. Craft.
eine Minute 17 ein Teil. Das geht ja. Ja, wenn jeder nur ein Teil hat, ist ja auch nicht schlimm. Aber dass wir da schon mal ein bisschen besser gerüstet sind. Mhm. Ich schau gleich mal, dass ich noch neue Bögen machen kann. Moment. Ah, da fehlt mir Fiber. Haben wir hier noch irgendwo Gras wachsen in der Basis? Oh, hier, ganz viel. Fiber müsste sogar in irgendeiner Kiste sein. Ja, ja, natürlich. Ich bin nur gerade draußen und dachte mir... Ach so, okay. Kennt ihr das, dass ihr was reinlegt in die Forge und der schmelzt es nicht? Nö. Okay. Hab das Problem irgendwie immer wieder. Gehen wir mal nach dem Werkzeug schauen. Ist hier eigentlich wieder angepflanzt? Das sieht so leer aus, oder? Teilweise. So. Doch, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich lasse euch da mal abreißen und was weiß ich was machen, bevor ihr mir dabei den Samen kaputt macht. Ja, okay. Weil von manchen Dingen haben wir erst 3 oder 4. Das ist dann nicht so lustig, wenn das weg ist. Oh, ich habe auch ganz gute Bögen für euch, glaube ich. Cool. 485 ist okay? Ja. Ich habe 316, hörst. Okay, also 359 kriege ich jetzt hin. Cool. Da kann ich noch ein paar bauen. Also deutliche Qualitätsverbesserung bei uns. Ja, ich habe auch ordentlich Punkte da reingestopft letztes Mal. So, ja, ich habe auch am Ende der letzten Folge, ist mir nämlich jetzt auch eingefallen, deshalb hatte ich nochmal Bögen gebaut gerade, habe ich noch so die restlichen Punkte, die ich hatte, alle in Weapon reingetan. Okay, ich brauche dann noch mehr Forged Iron, wenn ich da noch ein bisschen ist noch, bauen will. Ist schon ein bisschen was drinnen und rennt gerade noch durch. Na gut, 2 bringt mir momentan. Nein, unten in die Kiste. Ich hab's da gerade in die Kiste gelegt. So, in die Kiste gelegt. Nein, nicht mehr vorhin, nicht mehr schon. Ja, ne, ich hab gerade nur versehentlich den Zementmischer erwischt, anstatt die Kiste. Dort wirst kein Stahl finden, hoffentlich. Ja, eben. Das wäre merkwürdig. Auch komisch. Die Breska-Radiatoren kann man auch einschmelzen oder sind die für irgendwas gut? Ja, die geben Dings. Press, ja. Ja. Ja, einfach rein. Also kann man für nichts anderes brauchen. Nö. Okay. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, ich schmelze gerade unser altes Werkzeug ein, was wir eh nicht mehr brauchen, die ganzen Eisensachen. Damit das einmal aus der Kiste weg ist. So, Schaufeln sind fertig. Also wir haben 409er Schaufeln, wenn wir dann mit dir Schatzgraben gehen. Wir können also die halbe Welt umgraben. Ja, dann machen wir das. Dann verbinden wir die Loot mit den Schatzkisten und genau. Und bringen dann, denke ich, einiges ganz Gutes nach Hause. Hoffentlich, ja. Ja, also wenn wir 3 Schatzkarten haben und noch irgendwie eine Stadtblinde, wenn da nichts dann dabei ist, wir müssten mal irgendwie gucken, an einen Werkzeugladen zu kommen oder einen Waffenladen noch besser. Ja. Dann müssten wir mal in die große Stadt da, ne? Da oder in eine Bücherei. Ja, oder die Schule, da war ja auch eine Bücherei oder was. Ja, die Schule soll jetzt eine Bücherei sein. Das wäre natürlich auch interessant, wenn man da so rausholen kann, weil gerade Blueprints sind ja doch sehr wichtig. Ja, aber ich würde kaufen eine Waffen. Oder? Also einen Waffenladen auch suchen, ich weiß nicht. Naja, wenn man dort Waffenblueprints findet, wäre es auch nicht schlecht. In der Schule? Ja, ja klar. Wahrscheinlich. Überleg doch mal, was hast du in H1 Zettens unterm Kirchenpult gefunden? Ja, in der Kirche ist das ja auch selbstverständlich. Welche Höhe die Mauer ist jetzt die endgültige? Die vorne bei den Feldern. Bei den Feldern. Also noch plus 1. Plus 1? Moment mal, also hinten ist er höher als hier vorne, Nano. Warte mal, lass mich kurz schauen. Ja, hinten müssen wir ein bisschen runtergraben, die Erde, das ist aber kein Problem. Ja, also nee, deswegen frage ich, wie viel ist die hier Endhöhe soll... Moment, ich habe Erde mit, warte. Auf die Höhe vom Feld, oder? Grassy. Jein, ja. Bis daher, du wolltest ja einen stufenlosen Übergang haben. Hattest du mal gewünscht, also hier ist die Höhe. Das auch mit Stufe machen, das ist mir wurscht. Genau so. So. Ja, dann kann man mal so dann. Auf hier weggraben. Ja, stufenlos ist eigentlich noch schöner. Also praktischer. Schöner ist vielleicht mit einem kleinen Mäuerchen. Aber...
Das klingt nach Zombies, ja. Kümmerst du dich drum oder brauchst du Hilfe? Der hat's bereits hinter sich. Das ist eh nur einer gewesen, von daher. Ja. So, wir so haben mehr Erde habe ich leider nicht. Das heißt also, gleich hören die Zombies aus, aufzurennen. Wir könnten dann eigentlich losrennen. Also sollten wir unser Inventar leer machen und essen und trinken und weggehen. Inventar leer machen, essen und trinken. Ich lege euch die Bögen in die Waffenkiste, in die im Boden eingelassen ist. Ja? Jawohl. Könnt ihr euch dann rausnehmen gleich. Bin da allerdings noch zu gerne. Moment. Ach nee, die im Boden bin ich doch gar nicht. In der Mauer, die Kiste, die obere. So, da sind die Bögen drin, die alten nehme ich raus. Mhm. So, hat auch jeder genug Pfeile? 240, ja. Ganze 17 habe ich noch. Dann sollte sich Xar noch welche einstecken. Ja, sind im Schrank. So. So, wir könnten jetzt dann Erde in Auftrag geben. Ja, jetzt sind wir eh weg, genau. Eben. Ich gebe die mal da drüben, zumindest was ich habe. Grassy Ground, zack. Wer hat die restliche Erde? Die habe ich gerade wieder in die Kiste reingelegt. Okay. So. Nicht repair. Was hast du denn repariert? Ein Bogen. Okay. Den alten, den ich scrappen wollte, habe ich erstmal repariert. Sehr schön. Gleich mal wieder Material weggehauen dabei. So, haben wir das. Und joa. Wir hatten da drinnen seine Lampe an. Oh ja. Wo hast du die Bögen hingelegt? Achso, in der Waffenkiste, die oben was. Ah ja. Genau. Ah ja. Brauchen wir eine Ranch? Also ich habe eine bei. Beziehungsweise wir werden vermutlich auch genug finden. Ich habe keine mit. Ich würde meine auch hier lassen. Eine Axt braucht man ja und eine Spitzhacke braucht man, denke ich, auch. Axt nehme ich auch mal eine neue. So. So. Shotgun lasse ich hier. Pistole reicht. Dann kann das noch raus. Kommen wir an dem Wasser vorbei, dort wo wir lang rennen müssen, Koja? Ja, da muss ein Fluss sein. Dann nehme ich die 134 leeren Flaschen mit. Kannst du mich mal ranlassen? Jawohl, bitteschön. Sehr schön. Dann werden wir uns jetzt noch ein bisschen stärken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, dann geht's auf Loot-Tour, auf Schatzsuche und mal gucken. Vollgepackt mit tollen Sachen werden wir zurückkehren, hoffe ich zumindest. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.